In akribischer Feinarbeit sammeln Ermittler in Schleswig-Holstein mehr als 2 Millionen verschwundene Euro wieder. Eines braucht ein Röntgengerät, 8 Autos und einen von Beginn an richtigen Riecher. 3 Monate nach dem rätselhaften Diebstahl von rund 2 galt der Fahrer des fraglichen Geldtransporters von Anfang an als verdächtig. Im Zuge umfangreichen Ermittlungen fanden sie heraus, zu dem anderen machten die Ermittler keine näheren Angaben. Sie sprachen von einem großen Ermittlungserfolg. Zugleich gehe ihre akribische Ermittlungsarbeit weiter.